Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play hier bei Marvel's Guardians of the Galaxy. Wir machen direkt mal weiter mit der Story und sind immer noch auf der Suche nach Fing Fang Foom. Und die gesamte Gang singt. Naja, besser gesagt eher nur Drax. Wo? Wo? Also ich habe nur seinen Schatten gesehen, aber ich habe ihn jetzt gerade nicht so wirklich gesehen. Och man, ich wollte den Drachen sehen. Der muss ja aber auch gigantisch sein. Und los! Mir gefällt das nicht! Oh fuck! Ich meine, oh fuck! Okay, Moment mal, hier könnte ja noch was sein, oder? Das sieht so danach aus, aber... Nope, ist nur Deko, okay. Hallo! Wir suchen Fin Fang Foom. Hast du ihn gesehen? Große Flügel, fiese Zähne. Lila Shorts. Was meinst du mit Lila Shorts? Wieso? Hab gehört, dass er die trägt. Die alten Legenden besagen das in der Tat. Siehst du? Der wird uns erwischen! Da kommen wir nicht durch! Alle mir nach! In eine Wand! Vertraut mir! Oh ja, die gefällt mir. Sehen wir uns die Dinger mal in Aktion an. Schon dabei. Okay, eine neue Fähigkeit. Lava. Ich glaube, das ist jetzt auch die letzte Fähigkeit, weil wir haben jetzt alle vier Fähigkeiten. Schmilzt die da auch. Und jetzt können wir Sachen einschmelzen. Sehr geil. Aber was war das denn vorhin für eine Kreatur? Die sah irgendwie nicht so freundlich aus. Okay, hier ist Schrott. Naja, wenigstens etwas. Woher wusstest du, dass deine Waffen funktionieren würden? Sie haben uns schon dreimal gerettet. Woher wusstest du, dass sie die Eiswand schmelzen würden? Oh, das... wusste ich nicht. Wir hätten also genauso gut grausam sterben können. Und? Ich kann nicht springen. Es ist wie dieser Zauberschlamm, den ich als Kind hatte. Schlamm hat mit Zauberei nichts zu tun. Okay, Moment mal. Was ist, wenn wir das einfrieren? Nee. Du machst doch nicht den Eindruck, als wärst du... Ah, guck mal. Hier oben. Wie gesagt, Zauberei. Das ist Magie. Sterbliche und lass den Schmelzinator seine mächtige Arbeit machen. Das ist ein furchtbarer Name. Oh, hast du einen besseren? Petey Hotguns? Nein. Captain Feuerball. Es ist nicht mal ein Feuerball. Eher ein Hitzeknubbel. Captain Hitzeknubbel. Nein, nein. Ich nenne mich einfach nur Star-Lord. Captain Star-Lord. Captain der Wächter der Galaxie klingt doch besser. Ja, echt cool. Als Feuerball. Das tolle Spielzeug kriegst immer du. Was? Und was ist mit deiner komischen Knarre, die Leute von innen nach außen stülpt? Ach ja, der Zipper. Mann, den muss ich mal reparieren. Du hast ja auch geile Waffen, Rocket. Das darfst du auch nicht vergessen. Okay, Groot. Ich brauche kurz deine Hilfe. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Ja. Ungefähr hierhin. Da. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Oh, ein neues Skin. Oh, bitte was für Peter. Ich brauche neue Skills für Peter. Zum Glück hat der Rock versucht uns zu töten. Oh, yes. Endlich mal einen neuen Skin für Peter. Wurde auch Zeit. Der Warlord. Gekriegt.
Vielleicht sollten wir dich öfter fast umbringen. So funktioniert das nicht. Es passiert, wenn Leute, an denen mir was liegt, in Gefahr sind. Und dann kriege ich dieses Gefühl. Oh, ich verstehe. So wie Glaubensenergie. Falls ein paar Jungs findet. Was zum Fahren? Das könnte sein Name sein. Vielleicht versucht er zu kommunizieren. Bitte nicht. Ich bin Groot. Ja, warum sollten wir das Ding verärgern? Star-Lord! Okay, es ist also ein Wendigo. Seht ihr? Star-Lord! Star-Lord! Bilde ich mir das ein oder klang er ein bisschen genervt? Nein, in dieser Stimme lag definitiv Hass. Du bist einfach ein Charmeur, Quill. Seht euch mal diese stacheligen Bäume an. Aber geht nicht zu nah ran. Oh Gott, was ist das? Oh Gott. Groot sagt, sie haben ätzende Sporen. Du solltest Abstand halten. Okay, gut zu wissen. Oh Gott, da ist ja noch eine Pflanze und noch eine Pflanze. Okay, was ist, wenn wir die... Moment mal. Ich hatte gedacht, Kuh spürt unsere Ankunft und kommt sofort her, um sich uns zu stellen. Vielleicht versteckt er sich vor uns. Burn, baby, burn! Haha, hübsch. Das kann ich mir immer wieder ansehen. Okay, wir können diese Pflanzen zerstören. Das ist schon mal gut zu wissen. Groot sagt, diese Pflanzen haben es verdient. Ja, allerdings. Langsam wird mir tatsächlich wach. Diese Dinger wachsen in einer Eishölle. Ich glaube, die sind aus robusterem Material. Ach, komm schon. Halte die Augen offen. Ich rieche einen Hinterhalt. Deine Sinne müssen enorm sein. Ich rieche nichts, aber sie werden offenkundig noch von den Schneebestien verfolgt. Oh, hier ist ja noch ein Skin. Ey, wir finden so viele Skins auf einmal. Das ist irgendwie krass. Nee, hier ist erstmal nur Schrott. Und ein neuer Skin für... Oh, für Rockets. Oh, was ist das denn für ein Skin? Wow, richtig Business. Der Stachel. Cool. Sogar mit Sonnenbrille. Aber das Bild sieht irgendwie so ein bisschen... wie soll ich das sagen? Er scheint damit kein Problem zu haben. Kötterana hat sich an lange, harte Winter gewöhnt. Und an glühend heiße, brutale Sommer. Nein, hat immer noch nicht genug. Okay, hier ist noch ein bisschen Schrott. Ich glaube, wir sind jetzt auch da, oder? Ja, das sieht danach aus. Ja. Sieh mal, Quill, dein neuer bester Kumpel. Ich würde sagen, die Kommunikation ist gescheitert. Da oben ist noch einer. Abschalter. Ja, richtig. Na, super. Okay, Schwachstelle, Feuer. Die Wendigos also. Solange wir nicht ihre Nahrung werden. Angriff in die Mitte! Keine Gnade! Keine Gnade! Woo! Okay, der erste Bigfoot ist schon mal tot. Ja, ich weiß, die heißen Wendigos. Aber ich nenne die mal Bigfoots, weil... Komm schon, die sehen so ein bisschen aus wie der Bigfoot. Nur ein bisschen abgefuckter und außerirdischer. Es wird eisig. Sie erinnert mich an den schrecklichen Schneemenschen. Sie werden gleich Schneeleichen sein. Wow, 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 vorsichtig. Wow, jetzt kommt Star-Lord. Kein Wunder, dass sie schlecht gelaunt sind auf diesem Eisbrocken. Vielleicht werden wir auch so, wenn wir hier bleiben. Komm schon, Drax, zeig's ihm. Der Große ist ungeschützt. Feuer frei. Jawoll! Diese Bestien sehen Tod ohne Zweifel als Gas! Los, schneiden! Dann laut ihm jetzt eine Mahlzeit! Sie sind schnell für ihre Größe! Nicht schnell genug! Das ist unsere Gelegenheit! Alter, sind ja auf einmal so viele! Diese Schlafgarten zufrieden stellen! So klug sind die nicht! Immerhin bekämpfen sie uns! Und die verlieren. So wird das gemacht. Wendy, go home. Versteht ihr? Ich glaube nicht, dass sie zuhören.
So, der ist meiner. Sehr schön. Wunderbar zusammengearbeitet. Oh, Mann, ey. Ich bin Groot. Komm schon, Drax. Voller Einsatz. Muskelprotz. Woo! Okay, ich spiele nicht länger mit diesen Schneeaffen. Wendigo. Wollen wir sie wirklich so nennen? Hey, die schreien doch die ganze Zeit Wendigo. Oh Gott, es sind ja noch mehr von denen. Die haben wir bestimmt nicht zum letzten Mal gesehen. Vielleicht würde Hellbender gern ein paar dieser Wendigo in ihrer Armee haben. Falls die jetzt kein Groll gegen uns hegen. Hey, die haben angefangen. Ach, komm schon. Zum Thema kein Groll. Schlag dich. Ich würde mal sagen, er rutscht mal. Was glaubst du eigentlich, Quill? Dass die immer noch kommunizieren wollen? Achtung! Haben die uns gerade in ihren Zoo getrieben? Sieht eher aus wie der Essteller. Sorgen wir dafür, dass wir nicht auf der Speisekarte enden. Boah, das sind ja viele von diesen Tentakelviechern. Das kommt der ganze Planet zum Spielen zu uns. Das ist ein Spiel nach meinem Geschmack. Jo! Hoffentlich haben wir bei der Landung einige von diesen Flakern zerquetscht. Der direkte Kampf ist viel ehrenhafter. Was ist denn jetzt los? Och nö, nicht wieder so einer. Nicht diese Schnecken, ach, was soll ich sagen? Nicht Schnecken, diese verdammten Würmer, Schlangen, keine Ahnung, was das für ein Vieh ist. Ja, die sind auf jeden Fall zu hässlich. Och nein, ich. Ja, verdammter Mist. Ich glaube, dass diese Schneeaffen uns überrascht haben. Jetzt werde ich sie überraschen. Das freut mich zu hören. Das erinnert mich an unsere Monsterjagd in der verbotenen Zone. Man könnte beide hätten Raben im Kopf eingeschaltet. Mach sie fertig, Drax! Ja, ich glaube, dass sie ein bisschen böse auf uns sind. Ey, warum kommen jetzt auf einmal so viele? Ist hier irgend so ein Nest oder so? Der gehört mir. Die Visage lädt zum Zuschlagen ein. Und? Ach, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt aber. Woo! Habt ihr das Schiffswrack gesehen? Siehst du, ich bin nicht der Einzige, der bei diesem Wetter nicht landen kann. Schneid den Streifen! Messer ist besser! Ich kann nicht glauben, dass wir den Schneeaffen uns überrascht haben. Wendigo! Wendigo! Es ist Ice Time! Es ist verdammt kalt! Wir hätten wirklich noch was drüber ziehen sollen. Das erinnert mich an unsere Monsterjagd in der verbotenen Zone. Na, hoffentlich endet sie nicht genauso. Das war ja wie aus einem Horrorfilm. Je weniger ich sie berühren muss, desto besser. Boah, ist jetzt hier so langsam Schluss? Hey, das ist der Mistflag, der Steine nach uns geworfen hat. Das bringt er zurück. Oh, lass mich raten, das ist der Boss. Oh, nein, 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 nein. Gamora, erledige sie! Ich kann nicht glauben, dass diese Schneeaffen uns überrascht haben. Wir sind auf ihrem Gebiet. Das hier ist praktisch eine schlechte Position. Oh, fuck, oh, fuck. Er hat schon schlechtere Chancen gemeistert. Sag mir so,
bringt mir mehr! Verschießt sich dein ganzes Pulver vor dem Hauptkampf, Großer! Bind sie fest! Tut von der Hutschparty immer noch der Hintern weh! Komisch, dass du dich nicht dran gewöhnt hast! Das erinnert mich an unsere Monsterjagd in der verbotenen Zone. Ich denke, du meinst die Quarantänezone. Komm, den haben wir doch gleich. Es ist, als kommt der ganze Planet zum Spielen zu uns. Das ist ein Spiel nach meinem Geschmack. Zurück, wie ein heißes Messer. Können wir bitte schneller töten? Es ist verdammt heiß. Wir hätten wirklich noch was drüber ziehen sollen. Oh, jawoll, na endlich! Haben wir den Anführer erledigt. Jetzt lassen Sie uns in Ruhe. Oder Sie wollen Rache. Ist das Wrack vielleicht das Lager? Nein, das Ding liegt hier schon ewig. Seht ihr? Der Rauch kommt von der anderen Seite. Wir sind nah dran, aber wir müssen darauf. Okay, Groot, dann los. Ich bin Groot. Ungefähr ich bin Groot. So ist keine Maßeinheit. Groot weiß, was er meint. Okay, ich seh schon. So, das muss man auf jeden Fall runter. Okay, mal herschauen. Ich lasse was für euch runterfallen. Vorsicht da unten! Ha, das wird gehen. Meinst du, die Kreaturen haben das Schiff als Zuflucht genutzt? Völlig egal, sie sind tot. Ja, da hat Rocket allerdings recht. Egal, ist nicht unser Problem. Die sind dead. Hier, hilf mir mal. Wir sollten uns bereithalten. Wir kennen die Quelle des Rauchs nicht. Es können weitere Feinde sein. Vielleicht ist es nur ein schönes kleines Feuer und ein paar Sankara-Geister. Oh, vielleicht ist es ein Barbecue. Was ist ein Barbecue? Was? Ihr hattet noch nie ein Barbecue? Burger vom Holzkohlegrill? Steaks? Baby Back Ribs? Was immer das ist, es riecht... Leichen. Es riecht nach Leichen. Meine Güte. War das alles Fum? Ganz ohne Zweifel. Vor allem, das sieht irgendwie aus, ob das alles von Novacorp kommt. Also quasi die Sachen, die wir jetzt hier rumliegen. Ich meine, hier haben wir gelb-blau. Novacorp war doch immer gelb-blau. Oh Mann, ey. Wo muss ich denn überhaupt hin? Vor uns. Ah, okay, hier gehen wir auch noch durch. Überlebende. Wer ist da? Kein Kopf, Sisi. Kein Kopf. Ich nehme an, die widerliche Tentakelkugel ist ihr Kopf. Und ich kann euch damit hören. Bist du die einzige Überlebende? Offensichtlich nicht. Wer seid ihr, Fleischsäcke? Wir sind wegen Fum hier. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin die einzige Überlebende oder werde es sein. Ich nehme an, du weißt, wo wir ihn finden können? Na klar, er frisst gerade meine Männer an seinem Schlafplatz. Der große Eisobelisk, der aus dem gefrorenen Meer des Kraterkessels ragt. Keine Sorge, wir kümmern uns um Fum. Natürlich, Terraner. Aber flieht bloß nicht hierher, wenn er euch jagt. Ich muss noch zusammenpacken. Okay. Alles klar. Tut mir leid um deine Männer. Naja, Tote kriegen keine Gehaltschecks. Übrigens, bist du nicht die Tochter des wahnsinnigen Titanen? Und wenn doch? Ganz ruhig, ich will keinen Ärger. Früher hätte ich dich wegen des Kopfgelds ausgeliefert. Früher einmal hätte ich dich deswegen getötet. Hat eine von euch Leichen was dagegen, wenn ich mich bediene? Nein? Danke. Okay, Rocket. Doch benutzen, oder? Gib mir vielleicht ein paar Upgrades, falls wir welche die leisten können. Okay, So, Komponentenfinder. Schild Wiedererstellung. Okay, das ist ja eigentlich jetzt auch völlig egal, was wir machen, aber ich ganz ehrlich würde mal sagen, wir nehmen das hier. Es gehört dir. Dann nehmen wir auch das hier. Alles für dich. Und wir können auch das hier leisten. Dann haben wir, glaube ich, sogar alles. Okay, es gehört dir. Jo, jetzt haben wir alles Upgrades. Alles freigeschaltet. Sehr schön. Ist besser gegen Fum als dieser Trupp.
Und hier ist wieder mal Schrott. Aber wozu kann ich jetzt nur noch Schrott einsammeln? Ich meine, wir haben jetzt auch alles. Großes Eisding auf gefrorenem Meer, was? Ich bin Groot. Du sagst es, Kumpel. Das ist ein weiter Weg nach unten. Oh Mann. Ich frag mich echt, wie lange wir dafür noch brauchen. Noch ein Jägerzeichen? Es ist unmarkiert. Zweifellos gehörte es einer dieser Leichen. Sie hatten wohl nie die Chance, es aufzustellen. Ich habe es für uns requiriert, um von unserer heutigen Tapferkeit zu künden. Es wird unseren Triumph oder unseren glorreichen Untergang markieren. Fum ist schlimm genug, aber er ist nichts im Vergleich zu dem Kampf, der uns danach erwartet. Dann markiert es unseren vorletzten Triumph. Ein Triumph nach dem anderen. Okay, Leute, gehen wir auf Drachenfang. Ja, wir nähern uns stetig unserem großen Schicksal. Du bist ziemlich aufgekratzt. Immerhin hat Fum das Lager vernichtet, als wär's nichts. Wir sind nicht nichts. Ich seh's wie Drax. Kein Berg zu hoch, kein Tal zu tief. In diesem Fall sogar buchstäblich. Okay. Aber Leute, das Ganze machen wir erst vorsichtshalber in der nächsten Folge, weil ich weiß wirklich jetzt nicht, was jetzt noch genau alles kommt, ob wir jetzt zum Drachen kommen, keine Ahnung, das weiß ich jetzt gerade wirklich nicht. Aber ich würde gerne jetzt hier die Folge beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt auch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich positiv freuen. Und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Marvel's Guardians of the Galaxy. Macht's gut, bis bald und haut rein. Tschüss!